Brisanter neuer Artikel von Seymour Hersh über die Nord Stream 2 Sprengung, die ja genau vor einem Jahr stattgefunden hat. Und die spannende Frage, die wir uns heute stellen, wie viel und was wusste eigentlich unser Bundeskanzler Olaf Scholz? Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, es ist gerade mal ein Jahr her, dass diese Bilder hier um die Welt gingen. Die Nord Stream Pipeline in der Baltischen See wurde gesprengt und auch eine andere Pipeline wurde zum Teil stark beschädigt. Und dann ging natürlich erstmal der Schock durch die Welt. Wer hat hier diesen Anschlag verübt? Da fiel natürlich der erste Schuldige direkt mal wieder auf Russland. Klar, weil Russland ist aktuell an allem Bösen, was auf der Welt passiert, schuld. Und jetzt haben wir aber nach einem Jahr immer noch nicht einen einzigen handfesten Beweis dafür, dass Russland hier schuldig sein könnte. Aber man muss sich ja auch die Frage stellen, warum sollte Russland auch seine eigenen Pipelines in die Luft sprengen? Gerade deshalb, oder gerade weil sie ja so viel Geld damit verdienen, wenn sie eben ihr Gas durch diese Pipelines schicken, ist zumindest das Motiv hier äußerst fragwürdig. Dann wurde ja jetzt im Laufe des letzten Jahres immer mal wieder so berichtet, es gab da wohl so eine Segeljacht irgendwie und da sind so ein paar ukrainische Taucher unter anderem, die mutmaßlich auch irgendwelche Verbindungen zur Regierung und so haben könnten, abgetaucht und haben das Ganze dann dort eben platziert und in die Luft gesprengt. Da gibt es jedenfalls mehrere Theorien und mehrere Indizien, die darauf hindeuten. Aber es gab auch noch eine ganz andere Theorie von Anfang an, beziehungsweise die wurde dann ziemlich schnell aufgestellt, und zwar von Seymour Hersh, der gesagt hat, nix Ukraine, nix Russland, die Nord Stream Pipelines haben die USA in die Luft gesprengt, und zwar während Olaf Scholz davon wusste. Und das sind natürlich heftige Anschuldigungen, weswegen es ja auch sehr schnell abgetan wurde in dem Bereich der Verschwörungstheorien und so. Und es wurde gesagt, es gibt nur eine einzige anonyme Quelle, auf die sich hier Seymour Hersh verlassen hat. Deswegen kann man dort nicht irgendwie davon ausgehen, dass das stimmt. Gut, es gab auch keine Beweise von Seymour Hersh, so viel muss man auch sagen. Aber der legt jetzt eben ein Jahr später nochmal nach und sagt, nun ja, er hat ja auch damals beispielsweise seine ganzen Preise und so gewonnen, auch bei Artikel, wo teilweise nur anonyme Quellen und so weiter verwendet wurden. Das heißt, das alleine kann jetzt noch kein Argument sein. Und er macht jetzt in diesem neuen Artikel nochmal mit Nachdruck genau dort Dampf, was er schon vor einem Jahr gesagt hat, und sagt, es wurde hier eigentlich jetzt ein Jahr lang nur gelogen, aber er bleibt eben bei seiner These, dass damals Nord Stream eben von den USA in die Luft gesprengt wurde. Er gibt hier nochmal so eine Grafik mit allen möglichen Pipelines, die ja durch Russland flogen. Und er sagt, dass seine Quelle ihm halt berichtet hat, dass damals halt eigentlich nur Nord Stream als Sprengung zur Auswahl stand, als Drohung an Russland, damit sie eben nicht in die Ukraine einfallen, weil eben Nord Stream die einzige Pipeline ist, an die die USA eben ungehindert herankommt, dadurch, dass sie nämlich halt eben übers Meer erreichbar sind und diese unterirdisch ist und so weiter, und wo sie halt eine hundertprozentige Deniability hätten, wo sie also so alle Spuren verwischen konnten, dass es auf keinen Fall auf die USA zurückfallen konnte. Und wir können uns hier nochmal die Pressekonferenz von damals anschauen, die nämlich hier stattgefunden hat. Ihr erinnert euch hier, als es eben, und das war kurz vor Ausbruch des Krieges noch, als eben Olaf Scholz auch gemeinsam mit Präsident Biden im Weißen Haus zusammengesessen hat. Was würde ich dafür geben, dieses Gespräch der beiden mal mitzuhören? Ja, das werden wir natürlich nie erfahren. Und wo dann aber Präsident Biden eine ganz konkrete Warnung in Richtung Russland gesteckt hat. Hören wir uns das Ganze nochmal ganz kurz an. Exactly. Since the project and control of the project is within Germany's control. Da hatte sie gefragt, weil nämlich Biden gesagt hatte, als Warnung an Russland, wenn sie hier tatsächlich die Ukraine angreifen sollten, dann wird es kein Nord Stream 2 geben. Diese Reporterin fragte danach, aber das ist ja ein Vertrag und eine Sache zwischen Deutschland, Europa und Russland und nicht den USA. Wie können Sie also als Präsident der USA dann eben Nord Stream stoppen?
Woraufhin er Folgendes antwortet, und wir hören auch nochmal, wie auf einmal Scholz dann dazwischen grätscht. Hört euch das nochmal an. We will, I promise you, we'll be able to do it. Ja, wir werden es auf jeden Fall schaffen. Jetzt kommt Scholz. I want to be absolutely clear. We have intensively prepared everything to be ready with the necessary sanctions if there is a military aggression against Ukraine. And this is necessary. It is necessary that we do this in advance so that Russia can clearly understand that these are far-reaching, severe measures. It is part of this process that we do not spell out everything in public because Russia could understand that there might be even more to come. And at the same time, it is very clear we are well prepared with far-reaching measures. We will take these measures together with our allies, with our partners, with the U.S., and we will take all necessary steps. Also hier Scholz schon sehr viel schwammiger als der Präsident. Er sagt nichts konkret von Nord Stream 2 oder so, aber er sagt halt, ja, wir werden zusammenarbeiten, wir werden alle Schritte hier gemeinsam unternehmen und so. Und es ging hier damals zu dem Zeitpunkt im Februar 2020 eben um eine ganz klare Abschreckung. Man wollte also Putin daran hindern, dass er die Ukraine angreift. Und jetzt das Interessante und Brisante hier, weil nämlich Seymour Hersh in seinem neuen Artikel schreibt, Scholz asked the same question, we are acting together, das war das, was er gerade gesagt hat, we are absolutely united and we will not be taking different steps. So, the German leader was considered then and now by some members of the CIA team to be fully aware of the secret planning underway to destroy the pipelines. Das bedeutet auf Deutsch, laut Seymour Hersh hat seine anonyme Quelle eben aus diesem CIA-Team ihm berichtet, dass es mehrere CIA-Agenten und Mitglieder eben dort gab, die gesagt haben, dass der Kanzler Scholz alles wusste über den Plan, eben diese Pipelines zu zerstören. Sollte das stimmen, das wäre natürlich ein deutscher Skandal, den man eigentlich gar nicht mehr zurückverfolgen könnte, solange gab es nicht mehr so einen Skandal. Das kann man irgendwie einfach gar nicht glauben, dass Scholz das wirklich wusste. Ja, wenn es so wäre, dann müsste es natürlich sofort der Rücktritt geben und dann müsste es natürlich sofort alle möglichen anderen Ermittlungen geben. Die spannende Frage ist, wie sollen wir es jemals herausfinden? Die halten ja alles unter Verschluss und tischen uns nach wie vor noch irgendwelche Geschichten von irgendwelchen Segeljachten und so weiter auf. Und man stellt sich mittlerweile die Frage, wie soll das überhaupt noch irgendwann mal aufgeklärt werden? Eine weitere brisante Neuerung ist allerdings der Grund, laut Seymour Hersh, ja, also ganz wichtig auch immer für alle Leute, die immer in meine Richtung direkt schießen wollen und so und YouTube und so, ja, das sind nicht meine Aussagen, sondern ich beziehe mich auf diesen Artikel hier. Laut Seymour Hersh ist es eben jetzt dazu gekommen, dass Nord Stream trotzdem gesprengt wurde und zwar hatte das schlussendlich gar nichts mehr mit Russland und dem Krieg direkt zu tun. Und das ist schon ziemlich interessant, weil man muss sich die Frage stellen, eigentlich gab es ja dann keinen wirklichen Grund mehr, diese Pipeline in die Luft zu sprengen. Jedenfalls nicht aus der Sicht, die die USA hier vorher geschildert hat, weil Putin hat ja diese Warnung, wie man sieht, ignoriert. Er hat ja trotzdem die Ukraine angegriffen. Und warum wurde dann aber laut Seymour Hersh ein halbes Jahr später im September die Pipeline trotzdem ins Nirvana geschickt? Und zwar sagt er, weil man einfach beim Präsidenten eben Angst hatte, dass Deutschland irgendwann im Winter, wo die Energiepreise immer stärker nach oben gingen und wo eben auch die Nachfrage aufgrund des Wintereinbruches steigt, schwach werden könnte und eben die Pipelines wieder öffnet, indem sie halt Russland sagen, hey, könnt ihr uns wieder Gas schicken und wir zahlen wieder dafür. Das heißt, man hatte Angst, dass Russland seinen durch den ökonomischen Einfluss auf Deutschland und auf Europa wieder mehr politischen Einfluss haben könnte und die NATO in Europa schwächen könnte. Und deswegen hat man sich trotzdem dafür entschieden, diese Pipeline in die Luft zu sprengen, damit eben, so laut der Theorie von Seymour Hersh, eben nachhaltig
die NATO-Mitgliedstaaten in Westeuropa und Europa allgemein weiterhin an die USA gebunden sind und eben nicht droht, Einfluss an Russland verloren zu gehen. So viel erstmal zur aktuellen Lage, so viel zum aktuellen Bericht von Sam Hirsch. Ich bin gespannt, was ihr davon sagt, ja. Bitte bedenkt immer dabei, es gibt hier in diesem Artikel von ihm auch nach wie vor keine Beweise oder so. Man muss sich halt hier mit Theorien immer dann ein bisschen zurückhalten und immer wieder auch betonen, dass es nur Theorien sind und Hypothesen. Aber ich finde, es sind alle mal auf jeden Fall Dinge, über die man nachdenken sollte. Und das sollte umso mehr auch nach einem Jahr einfach mehr Vehemenz daran gelegt werden, das Ganze mal vernünftig aufzuklären. Vielleicht brauchen wir ja erst die nächste Regierung irgendwann, die dann die Fehler der Vorgängerregierung aufklärt. Wer weiß, was da noch alles kommt.